bin jetzt jedes Wochenende eigentlich feiern. Stört mich. Ich rede jetzt von einem Technoladen, ne? Baum, baum, baum. Kann das sein, dass du momentan eine Midlife-Crisis erlebst? Krass. Dieses Date ist so unangenehm. Frau, kenne ich doch. Ich glaube, ich kenne ihn. Ich bin gerade geschockt. Oh. Putzt du auch gerne? Nee. Kann ich gar nicht. Echt? Kann ich gar nicht. Heute wird's mal richtig gut. Im Finale von First Dates Hotel 2024. Was ist mit den Haaren so? Ist gut? Mein Name ist Alicia. Ich brauche, weil ich bin ja Barbie, noch meinen passenden Ken. Toll. Und ich hoffe, ihr habt meinen Ken gefunden. Ich kann mich vorstellen, dass viele Männer dich ansprechen. Aber irgendwie nicht die richtigen. Meine letzte Beziehung ist wegen Untreue gescheitert. Nach 4,5 Jahren habe ich ein Handy gefunden. Und da waren diverse schlimme Sachen drauf. Und dann war das Thema auch schon erledigt. Die Untreue hätte sie gerade noch mal so vergeben. Aber als sie auf dem Handy ihres Freundes das Album von Peter Klein gefunden hat, war ihr klar, mit diesem Mann kann sie auf gar keinen Fall zusammenbleiben. Bis gleich. Ihr Leute. Ich bin der Marian. Ich wünsche mir endlich den perfekten Mann fürs Leben. Mit der großen Liebe hat einfach nicht geklappt, weil mich keiner will. Flüche gehen raus. Ich glaub wirklich. Oh ja, früher war ich richtige Control-Freak. Mein damaliger Freund hat zu mir gesagt, wir leben in einem Museum. So war ich früher wirklich. Schrecklich. Aber unordentlichen Menschen mag ich zum Beispiel nicht. Ist sehr schwer? Ja. Okay. Was hast du da reingetan? Steine für mein Date, dass ich sie ja gleich draufschmeiße. Ich sag immer, ich bin lustig. Ich hoffe, ich bin lustig. Und ich hoffe, ich komme lustig rüber. Ich fühle mich ein bisschen ertappt. Ich finde es nämlich auch richtig schön. Ich mag das total, wenn alles aufgeräumt ist und alles sauber ist. Aber hier ist die Frage natürlich schon, wie könnte der Freund das gemeint haben, dass das Zusammenleben eben wie im Museum war? Sowas Ähnliches, ihr ahnt es, hört man auch vom Set von Immer wieder Sonntags. Das wird nämlich auch regelmäßig von Archäologen besucht, um die Showgäste nach ihren Zeugnisberichten aus dem Jura-Zeitalter zu befragen. Klamotte. Kosmetik, glaube ich. Kosmetik? Also das, was mich einzigartig macht, dass ich mich schminke. Ich meine, Beauty geht immer. Wäre doch cool, oder? Dass ich feminin bin vielleicht. Ich bin Make-up-Artist und Beauty-Konsultant. Ja. Okay. Dass meine Lippen gemacht sind. Schön. Und mein Gegenübersitzendes sollte damit auch kein Problem haben. Ich bedeute lieber etwas Großes. Spätestens mit 40 will ich wirklich heiraten, gell? Also, hoffentlich habt ihr euch genug Mühe gemacht. Ich zu meinen Gehirnzellen, wenn es ums Überleben geht, nach die Passion. Ich gucke viel Trash, ihr wisst das, aber das hier, das ist der absolute Gipfel. Ich verlinke euch das hier, wie Jimmy Blue Ochsenknecht als Judas dann auf einmal Falco Out of the Dark singt. Es ist wirklich Fremdschämen Deluxe. Ihr müsst das sehen. Krass, Marian ist 35, also ich finde, der sieht auf jeden Fall jünger aus. Das gleiche probiert er auch seit Jahren Dieter Bohlen. Der Unterschied ist aber, anstatt jünger auszusehen, sieht der einfach aus wie eine Wachspuppe aus Madame Tussauds. Willst du dazu stoßen? Ein bisschen geht immer. Hi erstmal, Philipp. Hi. Frank. Hi. Und das ist Philipps Schwester. Scheiße. Der spielt Bierpong, der kann doch sowas gar nicht. Nee, ich hab's auch nicht mehr so mit dem so richtig übel Party machen. Magst du so frei zu sein? Das, was heißt jetzt frei zu sein? Ja, so lebst du gern dein Leben, bist du gern unterwegs, so bunt und laut. Der Typ sieht auf jeden Fall gut aus. Dating-Show-Experte Philipp hat Probleme beim Einlochen. Warum tust du mir das an? Wie hat er gerade gefragt, magst du es frei zu sein? Ich finde die Frage ziemlich weird. Als nächstes hat er dann übrigens gefragt, ob es ihm gefällt, warmes Wasser zu haben und wie er zu einer Gratis-Pizza steht. Hä? Im Kuscheln ist er Meister. Nur beim Dating fehlt Frank die Übung. Trägt dasselbe Parfüm wie ich. Oh, Junge. So wie mein Bruder das beschrieben hat, riecht der Frank nach meinem Bruder. Das wäre ein Problem vielleicht. Schon so ein bisschen ruhiger Typ, aber halt auch einer so, wenn der Vollgas gibt, dann halt maximal Vollgas. Ich sehe mich schon mit Frankie auf dem Ballermann. Ich hab einen Delfin. Finde ich ja super, dass der Philipp da seinen Zuspruch gegeben hat. Aber ich habe alles im Blick, ne? Ich sehe alles. Wenn der Frankie Boy mir gefällt, dann hast du leider nichts zu melden, Bruder. Der checkt erstmal die Typen aus, um dann zu seiner Schwester zu sagen, ob der überhaupt in Frage kommt. Das mit dem Parfüm, okay, ja. Also gut, vielleicht ist es ein bisschen weird, wenn beide identisch riechen. Ein Duft kann auf jeden Fall eine Menge auslösen. Aus genau dem Grund denkt ja auch die Schwiegertochter-Gesucht-Redaktion immer sehr melancholisch an Vera Entwehen, wenn es irgendwo nach Schwefel riecht. Krieg ich einen Kaffee? Mit oder ohne Spucke? Hallo, ich bin der Jan. Also ich habe mehrere Beziehungen in meinem Leben gehabt. Erst mehr mit Frauen, dann mehr mit Männern. Und ich habe mich geoutet mit 34. Mein Traummann ist am besten nicht zu wohl genährt. Lauchfraktion.
Nein, bin ich nicht. Den Schuh ziehe ich mir nicht an. Doch! Das trifft's gut. Ich mag Lauch. Nicht nur in der Suppe. Problem, ich schwitze. Das ist, Wenn das der Grund ist, ja, dass du nicht gewollt wirst, ja, dann hat es eh keinen Sinn, oder? Ja. Ich bin mega aufgeregt. Jan mag Shirts mit Muster. Sein Freund soll auf jeden Fall dünn sein und er lacht auch gerne über seine eigenen Witze. Das ist jetzt natürlich total schade, dass der gute Roland nicht auf Männer steht. Sonst hätten die beiden definitiv viel gemeinsam. Übrigens, als unser Silber von den Hot Bandidos gehört hat, dass der Jan auf was Dünnes und nicht so stark gebautes steht, wollte er ihm direkt seine Liste mit den ganzen Hits rüberschicken. Soll ich wirklich den rosanen Anzug anziehen? Oh mein Gott, okay. Ich schminke mich jetzt eher dezenter. Ich versuche einfach jetzt diesen natural Look zu gehen. Das könnte dein Geschmack sein. Ganz süß eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Sind da Haare wichtig beim Mann? Nicht zwangsläufig, na. Das hilft. Ja? Ja, komm mit. Ich bin der Jan. Hi. Meine Jan. Lass dich drücken. Hi. Oh, okay. Okay. Bei uns küsst man. Ja. Wir küssen uns einfach auf die Wange und er wollte mich umarmen, deswegen war ich ja so kurz überfordert. Das kann er auf jeden Fall, aber so sieht es aus, wenn er sich dezent schwenkt. Alles klar. Heißt, wenn er dann richtig loslegt, sieht er aus wie ein Double von Harald Glückle oder was? Wir haben jetzt nur die kurzen Ausschnitte von den beiden gesehen, aber das passt doch hinten und vorne nicht, oder? Also, warum zerrt die Redaktion die beiden zusammen? Streiten, diskutieren, hetzen, lästern. Ich glaube, die Frage stellen sie sich beide. Also, ob diese ja etwas verunglückte Begrüßung ein Zeichen dafür ist, dass Jan und der so leicht kühl wirkende Marian, dass sie vielleicht eben kein gutes Match sind. Auf den ersten Blick sind die beiden sich doch wirklich so ähnlich wie Dani Büchner und der Dalai Lama. Null. Huch, würde ich sagen. Schön. Trinken wir noch was zusammen. Es war schon komisch am Anfang, ja klar. Meint mich. Ja? Ja. Okay, mich auch. Ist das schön? Ja. Aber es hat mich nicht abgeschreckt. Ich bin Make-up-Artist, das klingt spektakulärer, als es tatsächlich ist, aber es macht Spaß. Als Menschen an, okay. Ich habe meine erste Ausbildung bei Maler und Lackierer. Das war schon irgendwie. Ey, das haben wir schon was gemeinsam. Ne? Solange halt Geld verdient, ist so alles cool. Und die beiden wirken noch so ein bisschen distanziert aufeinander. Das Begrüßungsküsschen hätten sie sich sparen sollen. Ah, Jan ist natürlich jetzt so ein bisschen sauer über den Abdruck von Marians Gesicht auf seinem Hemd. Ah, das macht so ein bisschen den Eindruck, als würden sie halt beide krampfhaft probieren, das Gespräch am Laufen zu halten. Das finde ich immer so unangenehm. Also, solange der Jan den Marian nicht fragt, ob er es mag, frei zu sein, ist erstmal alles okay. So ein bisschen schlaff, ne? Bisschen schlaff? Müssen wir ein bisschen blasen, oder? Ich glaube auch. Oh, meiner steht. Dann stecke ich den mal kurz rein und... Jetzt wird's nass. Oh. Was ein Dreck, ey. Oh, ich bin so nervös. Ich kotze gleich. Jetzt machen wir das Ganze ohne hinfliegen, gell? Die Schuhe, hey. Nicht schön? Ja, klar schön. Das gefällt ja jedem, oder? Ist er groß? Mhm. Der Duft. Ich liebe auch tätowierte Männer. Das ist einfach Musik gemeint worden. Ich krieg mir die Hose. Ein Chaos im Kopf. Finden wir Gemeinsamkeiten oder gibt es so eine unangenehme Stille beim Date? Eigentlich wurden die Kellner zu Beginn eingestellt, um im Restaurant auszuhelfen. In der Staffel haben wir jetzt aber gesehen, sie sind inzwischen auch Psychiater, Stylisten und jetzt auch ganz neu Verhütungsmittel für die Kandidaten, die es am Pool zu bunt treiben. Alles, was sie dafür machen müssen, ist sich einfach zu unterhalten. So, und der Redakteur, der den beiden hier diesen Dialog aufgeschrieben hat, soll sich bitte mal ganz schnell bei Schwiegertochter gesucht melden. Da brauchen wir solche Leute immer. Achso, und bei dem Gesichtsausdruck hier ist die Frage, ob Alicia mit der Frage, ist er groß, wirklich die Körpergröße gemeint hat. Und dann habe ich mal so einen kleinen Blick durchs Fenster geschmissen. Oh Gott, die Frau kenne ich doch irgendwoher. Hä? Ich glaube, ich kenne ihn. Was passiert hier? Ich glaube, wir kennen uns. Ich auch. Ich bin immer noch so ein bisschen sprachlos. Ich bin gerade geschockt. Wir haben mal auf Instagram mal ein paar Bilder rumgeliked. Das ist dann aber irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, leer gelaufen. Also. Wie lange ist es her? Gar nicht so lang her. Ein paar Monate? Boah, ich brauche einen Schnaps. In meinem Kopf war Chaos.
als ob das ein Zufall ist. Entweder die beiden haben sich hier abgesprochen beworben oder die Redaktion war wochenlang in irgendwelchen Insta-Feeds, um genau sowas hier herauszufinden. Und bei der Gabe alles zu finden, wurden sie jetzt beauftragt, herauszufinden, wohin die Socken in der Waschmaschine verschwinden. Es geht sofort weiter, versprochen. Jetzt einfach direkt schon mal ein Abo mit Glocke da lassen für Prominent getrennt mit Mike Sees, mit Kim Virginia und. Und auch Kampf der Reality Stars geht weiter. Es lohnt sich also sehr. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Vorspeisen echt nicht meins. Ich kenne den Kürbissalat. Gut. Ich mag das nicht und mit Bosmans Kost kriegst du mich. Immer. Vom Geruch her würde es mir schon fast nicht zusagen. Probier es mal. Schmeckt das genauso, wie es riecht für dich? Ja, und die Konsistenz ist tatsächlich auch nicht meins. Oh je. Schmeckt es dir nicht? Ist nicht deins? Nee, ist tatsächlich nicht meins. Wenn ich etwas nicht essen möchte, dann möchte ich das nicht essen. Was wäre mit Burrata und Paprika? Das wäre wahrscheinlich gut. Ja, okay. Er hätte mir das auch geben können und ich hätte es aufgegessen. Hat er aber nicht gemacht. Oh, ich glaube, das hier wird mein Lieblingsdate. Ich muss aber ganz ruhig sein. Ich bin in Sachen Essen auch echt ein bisschen schwierig. Eigentlich hat er überlegt, sich was mit Lauch zu bestellen, aber wollte einfach nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Er hat nicht so richtig Bock da drauf und steht eher so auf die bodenständige Hausmannskost. Naja, vielleicht hätte er dann eher mit Sascha von Schwiegertochter gesucht essen gehen sollen. Der hätte auf jeden Fall zur Vorspeise, zum Kilomet, garantiert keinen Kürbissalat hier angeboten. Ist in der Mitte. Das triggert mich schon, ist aber gut. Das ist ein Käse. Mhm. Magst du keinen Käse? Nein. Ich bin dir wirklich nicht böse, aber du scheinst ja wirklich auch nicht mehr zu merken. Okay. Ja, ich bin halt ein bisschen speziell, was das angeht. Aber das merke ich jetzt, ja? Essen ist für mich nicht wichtig. Okay. Mittel zum Zweck, ja. Ich will satt werden am Tag. Das kriege ich hin. Bin gut genährt. Ich möchte es, glaube ich, gar nicht. Nee, lass mal, alles gut. Das reicht auch jetzt. Okay. Wie sehr kann man einen Upturn bei wirklich jedem weiteren Satz bekommen? Und Marian so? Ja. So, aber der Jan ist natürlich auch kein kleiner Junge mehr und der stellt sich jetzt hier schon so ein bisschen an. Ja, wenn es einem nicht schmeckt, muss man es natürlich nicht essen. Aber sorry, bei so einem Date kannst du dich schon so ein bisschen mehr um eine gute Stimmung bemühen. Ich bin mir sicher, das Einzige, was hier an diesem Abend auch nur im Ansatz hart wird, ist der zurückgelassene Burrata. Mein heutiges Outfit habe ich deshalb gewählt, weil rosa meine Lieblingsfarbe ist. Sehr schön. Wenn ich dich als Datepartnerin hätte, ja, dann würde mir das gefallen. Wenn ich dein Bruder wäre, würde ich dich so nicht aus dem Zimmer gehen lassen. Sie sollte halt körperlich schon richtig schön fraulich wirken. Die Optik hat gepasst und dementsprechend habe ich mich auf einen tollen Abend gefreut. Du hast mit ihm heute Bierpong gespielt. Das ist dein Bruder? Das ist mein Bruder. Und er, oh, Frankie Boy, das freut mich ja voll. Wenn dieses Konzept Geschwister hier richtig gut funktionieren sollte, überlegt man schon, das auch auf andere Sendungen zu übertragen. Man ist sich jetzt aber noch nicht so ganz sicher, wie man Geschwister bei Temptation Island mitmachen lassen könnte, ohne dass es zu weird wirkt. Als der Bruder würde der Roland sie also so nicht rausgehen lassen. Ah ja, da kommen die Sprüche aber auch direkt aus dem CSU-Bierzelt. Heilige Santa Maria. Ja, was ist denn da los? Das ist meine Schwester übrigens. Ich kenne sie von Instagram. Ja, nee, dann, ne? Ey. Das ist halt ein Familientreff. Bruder. Hey, Frankie, viel Spaß. Es hat sich so angefühlt, wie wenn du das erste Mal die Familie von deinem Freund kennenlernst. Da ist auch alles so ein bisschen, kritisch. Machst du beruflich? Mechatroniker. Ah, okay. Da spricht halt alles dafür, dass er handwerklich begabt ist, was ich super finde. Das ist auf jeden Fall eine ziemlich verworrene Beziehungskonstellation. Vox schafft es wirklich, den maximalen Cringe hier rauszuholen. Oder wie es auch heißt, Drehschluss für Kai Pflaume. Das Gute an der Sache ist ja, dass Alicia nicht nur den Philipp über Instagram kennt, sondern auch die Orla. Allerdings leider nicht über ihren eigenen Instagram-Account, sondern über den ihres Ex-Freundes. Wir erinnern uns. Meine letzte Beziehung ist wegen Untreue gescheitert. Da habe ich ein Handy gefunden. Musste dein Traummann denn so sein? Ich brauche eine sehr starke, charakteristische Person. Ich brauche auch zu gewissen Grad eine liebenswerte Person. Mhm. Ich brauche eine Person, die auf den Tisch haut und sagt Nein. Okay. Für mich muss es einfach schon was jünger tatsächlich, also mein Alter triggert mich nicht. Er müsste mit mir bereit sein, auf ein Festival zu fahren. Er müsste mit mir bereit sein, eventuell mal ein Wochenende mal feiern zu gehen und mich nicht für zu alt halten dafür. Ich glaube, dass er über mein Feiern keinen guten Gedanken hat.
ich glaube, wir sehen doch alle hier an Marians Blick, dass aus den beiden garantiert nichts wird. Der guckt doch den Jan echt an, wie Jan seine ganzen verschmähten Vorspeisen angeguckt hat. Also da geht auf jeden Fall sein Vorsatz, lustig und mit Spaß an die Sache ranzugehen, komplett baden. Wenn die Redaktion nicht einfach Bock drauf hatte, dass wir hier gut unterhalten werden, dann weiß ich jetzt auch nicht, was sie sich bei den beiden gedacht haben. Die sind vom Charakter so weit voneinander entfernt, die würden selbst in einer gemeinsamen Wohnung eine Fernbeziehung führen. Gehst du denn auch im Club feiern? Also immer weniger mittlerweile. Oh, krass, ich bin jetzt jedes Wochenende eigentlich feiern. Okay. Stört mich. Echt sorry, aber stört mich wirklich. Und ich rede jetzt von einem Technoladen, ne? Bam, 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 bam. Ja, ja. Aus dem Alter bin ich schon heraus. Wenn du das sagst, fühle ich mich sehr alt. Das ist ganz schlimm. Naja, ich denke mir halt mit 40, so das wichtigste Thema in deinem Leben, einfach Partys zu sein. Ich... Kann das sein, dass du momentan eine Midlife-Crisis erlebst? Jan weiß genau, auf was für ein Typ mehr steht. Und feiern ist für ihn einfach derzeit das Wichtigste im Leben. Und so ein bisschen speziell ist er auch. Hätte er jetzt noch die Frisur von dem 13-jährigen Justin Bieber, man könnte fast meinen, Steff Jerke von Goodbye Deutschland hätte sich hier unter die Dates geschmuggelt. Das Date ist gleichzeitig eine Vollkatastrophe und auch direkt der größte Knaller parallel. Ich glaube nicht, nein. Das war ein krasser Dämpfer, das Feiern, also wo ich dann gemerkt habe, wie er darauf reagiert hat, dachte ich mir, okay, wow, krass. Boom. Ja? Ja. Habe ich dich beleidigt? Na, also beleidigt würde ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, nee. Er ist nicht so böse gemeint, glaube ich, aber es kam echt krass rüber. Sorry, ich meine das wirklich nicht böse. Das sieht mega aus. Das sieht super aus, das freut mich doch. Das sieht geil aus. Endlich haben wir was Gutes. Direkt ist er, der Marian, muss man ihm lassen. Als Robert Geis gehört hat, dass hier jemand in seiner Midlife-Crisis sitzt, hat er sich direkt in seinen Heli gesetzt. So kann er endlich mal mit jemandem aus der Zielgruppe seiner Klamotten sprechen. Dass ein völlig Fremder vermutet, dass man in einer Midlife-Crisis steckt, nur wenn man die ganze Zeit feiern gehen möchte, viel lieber mit Jüngeren abhängt und so ein bisschen seine Jugend nachholen möchte, das macht man ja auch nicht. Vor allem weiß der Jan das ja auch schon, weil seine Familie ihm das jede Woche bei der Intervention sagt. 36. Nein. Ja. Oh, das ist super. Erfahrene, ältere Männer sind bevorzugt. Entschuldigung, ich werde gerade voll abgelenkt. Ich habe alles im Blick. Was stimmt da bei dir nicht? Und es war schon schön anzusehen, weil sie war sehr glücklich mit ihrem Date. Ich liebe sowas, wenn mein Gegenüber mit mir das Essen teilt. Also ich bin innerlich ausgerastet vor Freude, aber ich habe es ihm halt nicht so gezeigt. Möchte nicht, dass man mich gleich direkt lesen kann. Jede IKEA-Aufbauanleitung. Also für solche Spielchen bin ich selber überhaupt gar nicht zu haben. Das ist ja richtig nett für die Alicia, oder? Also dass der Philipp die ganze Zeit nach dem Gemütszustand seiner Schwester schaut. Hä? Das ist ein Riesenglück für Philipp, dass Alicia so sehr von seinem Essen abgelenkt ist. So merkt sie immerhin nicht, dass er eigentlich die ganze Zeit zu seiner Schwester rüberguckt. Nein, so auf deine Gabel. Ich find, füttern ist ein bisschen too much, wa? Ja, es war schon schwierig zu deuten, warum sie da so abblockt, ne? Und das hat mich schon ein bisschen verunsichert, sage ich ehrlich, ne? Was muss ich sonst über dich wissen? Nee, ich spiele eigentlich nur Fußball. Fußball, Familie. Ja, ich bin auch ein absoluter Familienmensch. Zweifache Patentantin. Zweifache sogar. Boah, Respekt. Wir haben drei Vögel. Also ich hatte das schon lange nicht mehr, dass ich mich auf Anhieb so gut mit einer Person verstanden habe. Wifi-Material, ne? Wegen der drei Vögel. Ja klar, das ist schon mal, du lernst schon mal, wie du mit Kindern umzugehen hast. Ein Alicia ist eine Granate. Das ist ja richtig begeistert, dass sie nicht nur, Achtung, zweifache Patentante ist. Wow. Respekt! Wow! Sondern, dass sie auch noch Haustiere hat. Freunde, ganz ehrlich, er scheint so sehr von ihr hin und weg zu sein. Er wird auch davon schwärmen, wenn sie ihm erzählen würde, dass sie auf jedem einzelnen Dieter Bohlen-Konzert war. Und genau das ist der Punkt. Sie will einen so ein bisschen auf geheimnisvoll machen und er interpretiert das als Ablocken. Und ich finde, genau daran sieht man, es ist immer am besten, wenn man bei sich selber bleibt und sich einfach nicht verstellt. Der wirklich einzige Zeitpunkt, an dem ich die Fakten lieber nicht wissen möchte, ist, wenn ich in der Burger King-Schlange stehe. Würdet ihr mir die Rechnung bitte unterschreiben, einfach derjenige, der einlädt oder beide? Lach nicht so. Ja, es ist aber lustig gerade. Ich schau mal, oder? Ja, irgendwie ja. Okay. Also für mich käme ein zweites Date nicht in Frage. Ich glaube auch nicht, dass wir auf Dauer kompatibel waren, ja. Ja, ich befürchte, wir hätten zu viel Streitpotenzial. Ja, guck mal. Google mich einfach mal bei Insta.
Okay. Alles andere hat mich auch gewundert. Marian und Jan gehen getrennte Wege. Für Jan ist es aber okay. Er hat sich auch schon die Karten für die nächste Abi-Party besorgt, um sich so ein bisschen abzulenken. Einfach mega, wie widerwillig, aber auch pflichtbewusst der Jan hier dann doch die Rechnung zu sich hinzieht. Und für Marian ist es völlig klar, dass er nicht bezahlt. Er ist ja auch die Diva. What? Also, ne, mit einem völlig gequälten Gesicht die Kosten übernehmen. So wie RTL, wenn massenhaft Kerzen und Vorhänge für den Contemporary angekarrt werden. Willst du Kinder haben? Ich habe halt ein bisschen Angst vor der Verantwortung. Und dann denke ich mir auch mal so, das ist ja eigentlich total süß. Denn dein Leben ändert sich. Davor habe ich Angst, dass ein Mann dasselbe denkt, was ich gerade ausgesprochen habe. Ich habe hier Knisterpulver mitgebracht, dass es zwischen uns knistert. Das fand ich ja richtig cool. Ich hoffe, er hat es auch verstanden, dass ich ihn mit diesem Knisterpulver verzaubern wollte. Dass er verliebt ist in mich. Dann noch viel Spaß mit deiner Romantik. Ich hätte wirklich jetzt ein Problem, wenn er sagt, nö, nur Freundschaft. Mach du zuerst. Also ich kann mir auf jeden Fall ein zweites Date vorstellen. Genau das wollte ich hören. Das, ja. Na, so kann es auch gehen. Sie besprechen erst die Kinderplanung, bevor es dann ans Kindermachen geht. Die Reihenfolge ist ja leider nicht selbstverständlich. Wo kommst du meine Wunden küssen? Finde ich eine richtig tolle Idee mit dem Pulver. Und ein Glück, dass Olla auch die richtige Packung mitgenommen hat. Sie hat nämlich immer eine Schublade voll, also ne, für die tollen Dates. Und eine Schublade ist voll mit Juckpulver für schlechte Ex-Freunde. Du kannst schon eher so ein Kumpeltyp auch sein, ne? Mhm. Person, die mich kennenlernt, hat eigentlich Glück, weil die hat alles in mir so. Die hat einen Kumpel, aber auch so eine fürsorgliche Frau. Ich zum Beispiel, ich mag mir zum Beispiel, die auch so ein bisschen classy sein kann. Aber die im selben Moment so auch voll der Bauer ist. Ich sag doch, ich bin halbe Bauer. Ich habe beobachtet, dass der Philipp auf jeden Fall Spaß hatte. Das Kaffeesatzleben, ne? Ich denke, wie deine Zukunft mit mir aussieht. Geldverlust? Graue Haare. Bei einem größeren Lutscher. Oh Gott. Dankeschön. Ich bin gespannt, wo die Reise noch so hinführt. Ich auch. Überhaupt gar keine Überraschung, dass Philipp und Alicia sich weiter kennenlernen möchten. So, und wie war das gerade? Geldverlust und graue Haare. Ist natürlich ein bisschen unangenehm, aber da hat sie definitiv den Kaffeesatz von Jan vorhin bekommen. Nach dem Date wachsen ihm garantiert graue Haare. Ich vorstelle, sage ich immer, was ist denn so der schlimmste Name, der euch einfällt? So ein Problemkindname. Verspreche es dir, einer wird immer Kevin sagen. Und dann sage ich immer, genau. Also mit mir kann man eigentlich alles machen. Mit mir kann man sich hinsetzen, ein tiefgründiges Gespräch über mehrere Stunden führen oder mit mir kannst du die Äpfel vom Nachbarn stehlen. So. Am liebsten wäre mir, wenn mein Tag 40 Stunden hätte. Ich arbeite, bin viermal die Woche im Gym, dreimal die Woche Fußballtraining noch und dann studiere ich noch zwischendrin. Eine positive Sache hatte eine Beziehung. Ich habe nämlich einen 2,5-jährigen Sohn. Oh, das ist so mein größtes Geschenk. Die müssen sie doch, du kannst sie doch aussuchen. Nee, also tatsächlich weiß ich nicht, aber also die Nachrichten klingeln jetzt nicht so bei mir. Wer ist eine Freundin? Bei dem Zeitplan am besten eine, der es nichts ausmacht, wenn sie sich 3 Wochen zuvor bei ihm meldet, um einen Termin für ein Treffen auszumachen. What? Wie schafft man das alles? Arbeit, Studium, Fitnessstudio, will eine Freundin und Papa sein. Jimmy Blue Ochsenknecht ist da nicht sonderlich beeindruckt. Das Kind da sein, das kann man doch wunderbar an die Ex-Freundin outsourcen. Als Tierimitator ist Roland unschlagbar. Ganz normaler Tag. Bisher haben wir jetzt nicht so viel geflirtet, außer dass wir viel geredet haben. Aber so wirklich näher gekommen sind wir uns ja noch nicht. Hab ich dir eigentlich heute schon mal gesagt, dass du wirklich gut aussiehst? Dankeschön. Süß. Ich würde schon sagen, wir reden da schon von dem einen Schmetterling, weil es ist halt mehr, als einfach nur zu sagen, ey, ich habe einfach nur mit dir Zeit verbracht. So ein Gesamtpaket. Olla ist so ein kleines bisschen irritiert, dass der Frank nicht so komplett in die Vollen gegangen ist. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ihm aufgefallen ist, dass Philipp den ganzen Abend über mehr zu den beiden rübergeguckt hat, als dass Philipp sein Date angeschaut hat. Der Roland kann also sehr gut Pinguine nachmachen. Das ist nur richtig gut, dass er kein Krokodil dargestellt hat. Sonst hätte natürlich Midlife Crisis Jan direkt Lederschuhe aus ihm gemacht. Ob sich das ergibt, irgendwie ein bisschen so mit Philipp touchy zu werden? Jetzt lochen wir gemeinsam ein. Dann bin ich gekommen, wie der Prinz auf dem weißen Pferd. Mich geritten, hab das Lasso geschmissen. Stell dich hin. Und sie dann gegriffen. Hüfte locker lassen. Lassen wir einfach mal so stehen. Er ist natürlich sehr attraktiv. Das muss man ihm lassen. Es ist halt echt eine Augenweide, muss man so sagen. Danke. So allgemein bin ich super zufrieden. Wir sind ein Match. Ich fliege jetzt erstmal in Urlaub. Ja. Und danach, wenn ich zurück bin, direkt Attacke. Guck mal hier, Dating-Show-Hase. Philipp weiß genau, was er machen muss. Super Move von ihm, da so ein paar Herzchen drauf zu malen. Philipp ist auch echt erleichtert, dass er ihr schon bei Instagram folgt. So kann er für sie vor dem Urlaub direkt schon die Stories sperren.
damit sie nicht sieht, mit wem er da so anbandelt. Natürlich, braucht Alicia eine Hilfestellung beim Einlochen. Eine Hilfestellung mit deutlichen Absichten. Das kann ich von zu Hause, wenn ich mich beim Kochen extra doof anstelle, damit jemand anderes alles fertig macht. Also ich bin so eine ordnungsfanatische Person. Ich liebe zu putzen. Was machst du? Ich arbeite im Finanzamt. Ah ja. Ich weiß es nicht, ob ich dann so eine Ausstrahlung vielleicht habe, wo andere Menschen vielleicht Angst haben oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Nee, die hast aber du nicht. Aber in definitiv. Eine richtige Beziehung, wo ich gefragt wurde, willst du mit mir zusammen sein? Wollen wir ein Pärchen sein? Sowas hatte ich noch nicht. Der Blick. Das sieht so aus, als wäre Roland direkt nachdem Lara auf ihr Zimmer gegangen ist, direkt in die Redaktion gestürmt. Das Einzige, was er in seinem Restaurant noch weniger sehen möchte als Foodblogger und Kritiker, sind natürlich Menschen vom Finanzamt. Lara arbeitet beim Finanzamt. Ist völlig klar, dass sie da keine großartigen Beziehungserfahrungen hat. Sie hat nämlich bisher immer nur Influencer aus Dubai gedatet und die waren bei dem Beruf sofort weg. Du hast was zum Bügeln bestellt? Ich hab gedacht, Also du kannst bügeln? Ja klar, heutzutage muss man als Mann sowohl als auch Frau alles können. Also sollte man. Gibt es ein Körperteil, was ihn besonders anspricht? Also tatsächlich, was mich besonders anspricht, sind erstens die Augen. Dann bin ich verloren, dann habe ich ein Problem. Dann kann ich auch nicht essen. Also wirklich. Danach der Hintern. Sollten wir jetzt nicht drüber reden. Ja, da kommst du schwärmen, oder was? Noch Hilfe brauchst, irgendwas, Knopf annähen, bügeln, lass dir einfach Bescheid. Ich danke dir, nee, super. Bisschen nervös ist man natürlich. Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich sagen, es ist eine solide 6. Guck mal, First Dates klaut auch so ein bisschen was aus der Popkultur der 80er. Du hast was zum Bügeln bestellt? Ja, so hast du nämlich auch einen Film von unserer Bea Fiedler. Sag mal, kann es sein, dass der Max aus dem Team unseren Kevin hier so ein kleines bisschen zu aufmerksam anschaut und nur einen Wunsch hat? Solide Sex. Wenn einem Augen beim Essen aus dem Konzept bringen, dann hat man entweder ein Date mit Kevin oder man ist in einem Restaurant von Steffen Hensler, wenn einen der Fisch auf dem Teller trüb anguckt. Ein Mann braucht nie wirklich auf mich warten, weil ich so eine überpünktliche Deutsche bin. Das Schönste, was es gibt, wenn du deine Partnerin siehst, ihr in die Augen guckst und merkst, wow, die liebt dich. Also du bist das Einzige für sie. Hi. Hallo. Ein Tipp von meiner Mutter und meiner Schwester gewesen, die haben gesagt, das mögen Frauen. Und ich bin nämlich ziemlich unkreativ. Oh. Das ist eine Fußkettchen. Braune Augen, aber mit einem Gelbton drin. So one in a million chance. Also so, das ist so wirklich, ich habe sowas noch nie gesehen. Du bist im Finanzbereich tätig. Also, Finanzamt, genau. Ah, Finanzamt jetzt. Genau. Guck mal, das Problem ist, schöne Frauen lenken mich ab. Oh. Ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Aber ich kann damit nicht so wirklich umgehen. Also, Lara liebt Ordnung, ist immer pünktlich und arbeitet beim Finanzamt. Ja, ja, klar, Kevin. Schöne Frauen lenken dich ab. Ist eine sehr gute Ausrede, wenn man nicht so richtig zugehört hat beim Date. Der ist ja ein total netter Kerl. Aber seine Flirt-Taktik ist ähnlich gelernt wie die der Bauern bei Bauer sucht Frau, wenn sie Inka mit selbstgebranntem Schnaps abfüllen wollen. Jetzt dürft ihr mir hinterherkommen. Ich hoffe, dass euch der Anblick mehr Spaß macht. So, willkommen in der Golden Suite. Wow, was? Was für mich auch nochmal wichtig ist, ist so ein Kuss. Aber wenn ich gewusst hätte, dass beide das jetzt so wollen, ich glaube, dann wäre es einfach in dem Moment oder in der Situation so gekommen. Also dein Schnarchen fand ich auch sehr sympathisch. Ich würde sagen, wir lernen uns weiterhin kennen. Also ja, natürlich. Ja. Es war jetzt schon länger keiner mehr in der Golden Suite, aber es brauchte einfach einen Moment, bis genügend Chlor zum Reinigen des Pools angeliefert werden konnte. Nach der intensiven Fummelei von Florian und Anna. Das ist ein Kind. Mhm. 2,5-jährigen Sohn. Schön. Ich weiß nicht, wie findest du, wie ist das für dich? Im Moment sehr schwierig, zu meinem Lebensstil, aber ich verschließe mich davon nicht. Ich bin ehrlich, ich bin keine Karrierefrau, sondern ich möchte eher mich auf Kinder, Haus, Putzen konzentrieren. Und mein Mann kann machen, kann arbeiten gehen und ich bin eher Ich wollte das übernehmen, ich wollte das machen. Echt? Putzt du auch gerne? Nee. Bist du so ein ordentlicher Mensch? Ich liege da mal so dann das T-Shirt von gestern dann auf dem Sofa noch. Das kann ich gar nicht. Echt? Das kann ich gar nicht. Das ist wirklich nicht gespielt von Lara. Sie mag Kinder sehr, sehr gerne. Vor allem, wenn man durch sie in eine bessere Steuerklasse kommt. Ich glaube, dass er mich schon gut findet von den Eindrücken und von den Anmachsachen her. Ich stelle dir eine Frage aus dem Idiotentest. Wenn ich gewinne, kriege ich einen Kuss. Schreibt man nämlich mit H. Nein. Weil es ist dämlich. I, C, H. Es ist wirklich schlecht, der Anmachspruch. Ich könnte mir gerne ein zweites Date mit dir vorstellen, weil ich sag, ich würde gerne noch wissen, was du denn noch so einfach drauf hast. Ich kann mir kein zweites Date vorstellen. Irgendwie hat es so
das gewisse Etwas, finde ich, gefehlt. Verstehe ich. Oh Mann, der Blick von Kevin, der sieht schon echt ganz schön geknickt aus, der gute Kerl. Das tut mir leid, vor allem auch, die beiden haben sich ja echt ganz gut verstanden. Lara war, glaube ich, auch nicht so komplett abgeneigt, bis dann Kevin mit seinem dämlichen, nämlich mit Haarspruch gekommen ist. Den fand sie völlig zurecht, genauso schlimm wie unvollständig ausgefüllte Steuererklärungen. Und jetzt schauen wir mal, was aus den Dates geworden ist. Philipp und ich, wir haben uns nach der Show direkt weitergedatet. Ich war ihn besuchen, er ist mir nach Stuttgart gekommen. Wir sind beide sehr, sehr glücklich drüber, dass es dann so gelaufen ist. 2 Wochen nach dem Dreh hat mich sogar der Frank im Saarland besucht. Bis jetzt macht es immer noch wirklich viel Spaß. Bei den Paaren, die sich gefunden haben, hält es immer noch. Und bei den Paarungen sehen wir sie entweder bald bei Temptation Island oder halt bei der nächsten Werbung von Oceans Apart. Ich krieg von dir niemals genug, du bist in jedem Atemzug, alles dreht sich nur um dich, warum ausgerechnet ich? Das war ein Ausschnitt aus Die Passion, dazu gleich mehr. Ab kommender Woche geht's mit Prominent getrennt weiter, damit Kampf der Reality Stars. Und wir haben Schwiegertochter gesucht. Ihr müsst also unbedingt ein Abo mit Glocke dalassen. Und wenn euch mein Video gefallen hat, holt euer Handy raus, direkt einmal liken und dann mit jemandem teilen, wo er sagt, ey, das könnte der Person auch gefallen. Die ganzen Folgen gibt es alle auf RTL Plus. Link ist natürlich in der Beschreibung. Jan und Marianne, war das vielleicht unangenehmste Date der Staffel? Freue mich sehr auf eure Kommentare. Hier, Freunde, gibt es die Passion. Ich habe viel Trash in meinem Leben schon gesehen. Das hier ist der Gipfel. Und hier gibt es die Playlist von First Dates Hotel 2024. Und das war teilweise richtig unangenehm. Das heißt, wir sehen uns gleich hier.